Herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Grimrock Teil 1. So, wir hatten hier diese Pressure-Platte, diese Druckplatte, und hier ist es am Klicken und dann kommt ein Teleporter. Aber der verschwindet so schnell und ich habe mein Messer dahin geworfen, das hat nicht ausgereicht. Vielleicht hätte ich hier neu laden sollen. Ich werfe jetzt mal die Fackel. Tja, das war wieder nichts. Oje, ich sehe es schon kommen. Ich werfe alles weg. Tja. Da ist er. Komm nicht dran. So, das Messer liegt jetzt auch da. Da sammelt sich allmählich mein Zeug. Es kommt, fällt dann irgendwie hier runter. Verstehe, wer will. Ich das einfach nur werfe. Das ist natürlich Blödsinn. Es muss da auf die Platte landen. Tut es aber nicht. Zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier. Ah. Also. Ganzen Murks wieder einsammeln. Das legen wir dahin. Das nehmen wir wieder mit. Power 7, Power 5. Ja, den Dagger behalten wir. So. So, und das Buch da hinten wollen wir auch noch. Dafür müssen wir, glaube ich, da was hin tun. Ach, der ist neben mir. Nochmal. Dahin. Sehr gut. Secret Found. Book of Infinite Wisdom. Ja, das ist natürlich was hier für die hier. Die Spezies. Sollte ich gerade mal speichern und schauen, was das genau macht. Nicht, dass das der Falsche nimmt. The Keepers of the... Was steht da? Sunken Library records and knowledge of all their visitors in these journals. Okay. 5 Skill Points kriegt er dafür. Okay. Jetzt ist die Frage, hätte ich das ihm geben sollen oder lieber jemand anderen?
24 für den Greater Fireball. Kann er auf jeden Fall einen neuen Zauber. Und das wäre der. Wo ist die Zauberliste? Der hier ist das. So, jetzt sind wir Feuerresistenz und können alle Feuerzauber. Das ist schon mal gut. Wir müssen noch ein Gift, den Schockschild und den Frostschild erlernen. Bam, One-Shot. Hammer. Geilo, geilo, Matiko. Mächtiger Raistlin. Ah, ja, das ist wieder so eine Time-Sache. Alles klar. Was sagt die Map? Speichern wir mal. Und gehen wieder hier auf Feuerball. Der tut den ja sehr wahrscheinlich one-shotten, wenn es dann noch einer ist. Oh, da ist ein Schalter. Ah, gibt hier eine Abkürzung. Ach. Nicht gut. Verdammt. Bam, One-Shot. Nice. Sind wir denn hier? Okay, wir sind irgendwo anders gelandet, jetzt eine Etage tiefer. Aber da wir den Gegenstand bekommen haben. Chitin Mask. Protection 9. So. Er hat ein Heavy Armor an, alles klar. Hey! Oh! Nein! Mist. Gerade wo ich den Feuerball machen wollte. Fällt mir hier gar nicht, was die da machen. Jetzt kriegt er wieder mal keine Erfahrungspunkte. So, der dürfte nicht mehr allzu viel haben. Sehr gut. Jetzt müssen wir schleunigst uns wiederbeleben. Erstmal checken, wo wir hier sind. Irgendwo am Arsch der Welt wieder. Jede Menge Pflanzen gibt es auf jeden Fall hier unten. Halt, hab ich falsch gegeben. Er kriegt die natürlich. Zwei Stück davon. Drei Stück davon. Ja, sehr wahrscheinlich muss man an der Stelle runterfallen. Ich hätte weiter gemusst, sehr wahrscheinlich für die Hauptquest, aber da muss ich da halt nochmal hin. Wo sich das gerade angeboten hat. So, er hat schon wieder ein Level up gehabt. Ja, dann würde ich mal sagen, geht er nochmal auf Feuermagie, ist auf 24 und kann jetzt die großen Feuerbälle machen. Sehr geil. Das ist doch super. Schalter. Ah, da kommen wir in das eigentliche Areal, wo wir vorher waren.
Alles klar. Checken aber noch, was auf der Seite ist. Nicht, dass wir da was ausgelassen haben. Würde auch gerne mal wieder einen Schädel kriegen. In meinem Minotaurus. Das ist ja schon wieder was her. Ein bisschen Nahrung. Ja, ist wieder zu viel für ihn. So. Lass mal davon ein. Und den geben wir auch ihm. Das leere Teil kriegt sie. Ah. Box. Kein Platz mehr. Ich habe jede Menge Zeug für Tränke. Ich sollte echt mal mit Alchemie wieder was machen. Tja, sieht so aus, als ob es das hier gewesen ist. Na dann mal wieder zurück. Wiederbeleben. Eine Etage höher. So. Was machen wir bei ihm jetzt hoch? Schwert, genau. Kann er powerful attack that pierce enemies armor. Sehr gut. Dann geht die Verteidigung was bei denen runter. Genau, double attack speed with swords. Das wäre natürlich genial. Wird auch ein guter Nahkämpfer. Das war der Teleporter hier. So, auf ein neues. Shit, wo muss ich denn hier lang? Nein! Ah! Ja, ich muss da was werfen. So ein Mist. Bin ich jetzt? Da bin ich. Komm, laden wir gerade neu. Wir haben da gespeichert. Okay, was werfe ich denn da? Ah, zu früh. Mensch, 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 Children. Hui. Sehr gut. Ah, das hat schon wieder in sich hier das Level. Oh, hier ist noch etwas zu werfen. Sehr gut. Scroll. Jetzt fehlt nur noch die hier, wo das Skelett ist. Dann dürften wir alle haben. Ei! Ah. Bam! 113! Abgefahren! Schon über 300 Schaden gemacht. Also hält ordentlich was aus. Ja, 320 Erfahrungspunkte. Nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, wir müssen hier rein für die letzte. Wir haben eine weitere Rolle. But never forgiven. Ja, das war das mit dem Crimes. Eternal Prison.
Put to sleep. Crimes forgotten. Ja, haben sie so vergessen, aber. Zack. Bisschen Licht. Oh. Direkt neben mir schon einer. Level up, Lizzie, mein kleiner Lizard. Ja, den müssen wir auf 24 bringen. Der macht zwar nicht viel Schaden momentan, aber ich hätte ihn schon gerne als Ninja Master. Das wäre schon geil. Ich wäre schon plus 50, dann treffen die den wahrscheinlich so gut wie gar nicht mehr. Wenn überhaupt. Ja, ich würde sagen, machen wir mal hier einen Break, weil ich werde, glaube ich, versuchen, ein bisschen hier abzugraden mit unendlich vielen Skeletten. Mal schauen, ob das mir dann überhaupt noch Spaß macht. Falls nicht, mache ich einfach direkt weiter. Bis demnächst, euer Chojin.